schon mit 13 oder so damals angefangen, Fanfictions zu schreiben. Eine meiner allerersten war über Grandia, witzigerweise. Das hätte ich mir jetzt fast irgendwie gedacht. Grandia, aber da habe ich hauptsächlich den Verlauf der Geschichte mitgeschrieben oder so und da noch ein paar Dialoge eingebaut und einfach, ich glaube, ich habe damals meine erzählerische Künste einfach ausgetestet, inwieweit ich Szenen beschreiben kann und so weiter. Da bin ich so weit gekommen, bis da, wo Justin, Fina und Sue von Lean und den drei Kommandantinnen eingesperrt werden und Justin dann da hängt in der Zelle und dann das Rohr findet, mit dem er den Wächter verkloppt. Daran kann ich mich noch erinnern, dass ich das beschrieben habe damals noch. Ich habe dann irgendwann aufgehört. Und dann einmal, das muss so 2003 herum gewesen sein, dann, nachdem ich Kingdom Hearts 1 gespielt habe, ich war halt voll fasziniert von dem ganzen Spiel, von der Welt, der Geschichte und so weiter. Und dann wollte ich, wieso rennst du da eigentlich momentan wieder herum? Ich habe jetzt eigentlich den Raum gesucht, wo ich diese Essenz kriege, weil das war nicht dort in dem Raum, wo dann der Bossgegner war. Ach so. Ich brauche irgendwie nicht mehr weitergehen. Warte mal, ich schau mal auf die Map kurz. Aber ich war halt auch nebenbei fasziniert von deiner Geschichte. warte mal, wo ist denn das? Ja, du musst aus irgendeiner Basement hättest du da rausklettern müssen. Okay. Ist es nicht da, wo der Boss war? Bin mir nicht sicher. Ja, also da habe ich nur den Herzcontainer gekriegt. Hm. Das hier ist die Treppe, die zu dem, oder muss ich hier oben irgendwo raus? Ich glaube wahrscheinlich oben irgendwo, vielleicht rechts. Oder gibt's rechts eine andere Treppe? Ja, ja, natürlich. Okay. Ah, okay. Ja. Ah, ja, okay. Ja, das konnte man übersehen. Ja, bei Kingdom Hearts habe ich dann... Ich habe den Weihnachtsbaum gefunden. Den Weihnachtsbaum. Holz, der Antike. Antike. Holz! Holz! Da habe ich dann nach Ende der Geschichte vom ersten Spiel, habe ich ein bisschen mir quasi eine Fortsetzung überlegt, wie es da weitergeht. Und war die Fortsetzung, die dann rauskam, war was komplett anderes. Ja, natürlich. Also oh so ein bisschen was habe ich auch selber versucht zu schreiben. Link, ich spüre eine Essenz der Zeit in der südlichen See auf der Sechelinsel. Yay. Yeah. Suche von der Stadtküste aus einen Weg dorthin. Ahem. Tja, wie gut, dass ich schwimmen kann, ne? Viel Glück oder so. Ja, schwimmen können wir nicht, also leider müssen wir jetzt aufhören. Hast du von wo nach Ami verlangt? Ja, diese bekackten Kerne. Ich frage mich, was Königin Ami als nächstes einfällt. Ja, nur gute Sachen. Hm. Ja, aber nee, erzähl weiter. Ich wollte dich ja nicht unterbrechen. Ja, eigentlich, also... Ich habe schon noch andere Stories geschrieben, was man meistens so. Ich weiß noch eine. Da gab es einen Bassisten von einer japanischen Band, den ich sehr mochte. Und ich habe einfach so eine Liebesgeschichte zwischen mir und dem im Prinzip geschrieben. Zum Beispiel. Und. Oh, nice jump. Und einen neuen Herzcontainer. Und das war der vierte. Yay! Ja. Ja, aber sonst, das war's eigentlich. Mehr habe ich nicht geschrieben dann. Ich kann mich nur einmal erinnern, aber das zählt jetzt nicht wirklich als Fanfiction im Gymnasium. Oh nein. Oh, no. Sorry, ja, die Alte kommt schon wieder angeflogen. Tschüss. Aber irgendwann müssen wir ihr ein Herzteil oder so klauen. Klauen. Ja. Ich glaube, wenn du hier gräbst, ist ja eher ein Gacha-Feld, genau. Nice. Da haben wir über
über die Sommerferien eine Hausaufgabe für den Englischunterricht gekriegt, dass wir aus drei verschiedenen Prompts, also so random Geschichtsanfängen, eines aussuchen müssen und auf das hinauf aufbauen, dann einfach uns eine Geschichte überlegen müssen. Und eigentlich war die Vorgabe nur, keine Ahnung, 1000 Wörter oder sowas. Und ich habe es natürlich den ganzen Sommer lang vor mir hergeschoben. Wie immer. Ja, mach das nicht. Ja. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann erstmal eine Stunde gejammert, weil mir nichts eingefallen ist. Mein Mann wurde zur Arbeit am Schwarzen Turm geschickt. Ob ich ihn jemals wiedersehe? Nee. Kannst schon Tschüss sagen. Oh. Nice. Und nach einer Stunde hatte ich dann so ein bisschen eine Idee. Und dann habe ich eine Geschichte geschrieben, die sehr Indiana Jonesig war, mit so einem Maya-Tempel und einem Dschungel und so weiter. Es folgt der Toka. Ich habe gehört, es gibt eine ganze Insel mit denen draußen. Ja. Ich will gar nicht erst hin. Nee. Und irgendwie aus dieser Geschichte sind dann 10.000 Worte geworden auf einmal. Ich bin den ganzen Tag gesessen draus. Und ich hatte es dann in die Schule gebracht. Ich so, Herr Professor, ich habe mich irgendwie hinreißen lassen und zeige ihm das. Und er so, oh Gott. Aber er hat es dann ja, wirklich durchgelesen. Er hat gemeint, eigentlich voll die coole Geschichte. Es gab zwar schon viele Fehler, aber quasi runtergerechnet auf die Menge von Wörtern war es dann trotzdem eine Eins. Also ja, perfekt. Sehr nice, ja. Oh Gott. Ja, nee. Was ist das? Das ist der Cousin von Mr. Wright. Ich bin Cheval. Mhm. Ich entwickle Gegenstände, die unter Wasser zum Einsatz kommen. Vor meinem Tod möchte ich die Arbeit an den Schwimmflossen und dem wasserfesten Seil zu Ende bringen. Hoffentlich kann ich allen Menschen helfen, indem ich solche Dinge erforsche. Ja, Schwimmflossen wäre ganz nice. Ja. Was mache ich mit einem Seil? Das bringt mir ja nichts. Oh Gott. Das ist Ralph. Hey, Link. Wreck-It Ralph. Suchst du etwas Bestimmtes? Wie bitte? Cheval? Den Namen kenne ich doch. Genau, ich sah ihn auf einem Grab in unserer Zeit. Aber mir fehlt die Zeit zum Plaudern. Ich habe zu tun. Bis später. Zeit. Bis dann. Time is money. Ja, danke für nichts, genau. Das trifft es auf den Kopf. Oh yeah. Hüpf, hüpf. Ja, es ist schön und gut, aber kommen wir in unsere Zeit zurück so einfach? Ah ja, da. Ist doch ein Portal. Ja. Yeah, noise. Aber wir haben ja ein bisschen Kohle und ein paar Ringe. Ja, dann. Bei Meister Luigi schätzen zu lassen. Luigi-san. Nice. Das ist so ein Rülpser perfekt für einen Trailer. Bewertung bitte, hallo. Ein Monoring. Monoring. Ja, Schaden ist immer ein Herz, das ist es, was dieser Ring ist. Ja, und was bringt er für Vorteile? Einfach nur ja, nix. Mehr Schaden. Freundesring. Freundesring, ja, der bringt auch. Das ist so einer, den man sich, glaube ich, hin und her schickt. Danke für nichts, okay? Ja, das waren jetzt zwei Nieten. Mhm. Ich sehe. Divisring, blau. Halber Schaden durch Strahlen. Oh, okay. Ja, das ist ja nicht so schlecht. Denn ist noch der beste bis jetzt. Bei weitem. Ich habe da bei meinem Spieldurchgang auch nichts wirklich Besseres als das.
Ja, also ich hatte halt bei meiner Aufnahme, wie gesagt, so einen Ring, der den Schaden mit dem Schwert erhöht, aber du halt auch mehr Schaden nimmst. Das fand ich eigentlich so ganz okay. Hast du den jetzt ausgerüstet? Nein. Ach so. Das siehst du auch irgendwie, dass die nach einer Zeit irgendwie ihre Wirkung verlieren, ne? Ach so. Keine Ahnung, ich glaube nicht. Eine Kiste. Yeah, 30 Rubine. Ich glaube, jetzt im Shop kann man jetzt auch Bomben kaufen, aber wer tut das schon? Ja, vor allen Dingen, wenn wir noch genug haben, ne? Mhm. Aber ich glaube, irgendwann kann man hier auch die Erweiterungen von den Taschen kaufen dann. Oder ist noch nicht, ja. So. Was ist jetzt dein Plan? Irgendwie müssen wir ja das Grab von diesem Meister Dingsbums da finden, der seine Flossen da basteln wollte, ne? Genau. Du bist gerade vorbeigelaufen am Friedhof. Am Joll Friedhof. Ja, das. Ah ja, stimmt, da waren so ein paar Sachen, da konnte man, ja, da brauchten wir ja eine Feder, um irgendwie irgendwas irgendwie tun zu können. Oder. Achso, ja. Vielleicht kriegen wir ja Hilfe. Alleine kommen wir nicht dorthin. Ja, früher konnte ich diesen Sprung mal. Oh. Oh Gott. Ja, mach mal. Damit hat der Typ nicht gerechnet. Der verträgt noch ein wenig. Och man, ihr Bullying wieder, ne? Geister! Hilfe! There's something strange. In the neighborhood. Hä, was macht denn der Spinner hier? Was glotzt der so dämlich? Das ist mein Gesicht, Entschuldigung. Das kriegen wir auch weich. Oh Gott. Mega panikmachende Bossmusik. Die da, oder? Ja. Oh Gott. Und dann ertönt der Ringgong. Hallo? Bitte friss mich nicht! Genau, ich sehe auch so aus, als könnte ich so einen Bären aufessen, ne? Ich schmecke ganz scheußlich. Die Geister sind alle fort. Hast du sie verjagt? Oh, vielen Dank. Ich bin Benny. Hey, ich habe 5 Kinder zu ernähren. Eventuell kann ich dir weiterhelfen. Klettere auf meinen Rücken. Drücke mehrfach A, um zu schweben. Oder halte den Knopf gedrückt, um auf den Boden zu donnern. Doch Wasser ist meine Schwäche. Na super. Die Seichengewässer sind aber kein Problem. Die tiefen Stellen aber schon. Ja, gibt's eigentlich eh nur das zu tun hier. Drückst du mehrmals A, schwebe ich. Auf diese Weise kannst du Gräben überqueren. Verdammt, Gräben. Ich kann nicht mehr lesen. Gräben. Der andere in eine Grube gräbt, hat ein Grubengrab gerät. Boing. 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 Merci. Dann parke ich mal den Bär einfach da. Der Benny. Hallo. Oh Gott. Oh nö. Ich bin schon wieder. No! Ist ja gut. Panik! Yeah. Räche mich. Danke. Auf dich kann ich mich immer verlassen. Na klar doch. Oh nein. Wasser. Mein schlimmster Feind. Bist du jetzt auch noch ein Bär geworden? Nö. Ich wasche mich einfach nur nicht. Nur jemand, der gleichermaßen über Macht und Leichtfüßigkeit verfügt, kommt in den Genuss meiner Erfindung. Also Legolas. Oh Gott.
Ach so, da muss ich wahrscheinlich das noch wieder auswählen. Ja, aber die Feder wäre auch nicht schlecht. Ja. Ja. Kling. Nice. Du hast Sorosflossen. Kannst du schwimmen. Yeah. Drücke A, um voranzuschwimmen und B, um zu tauchen. Hölle ja. Du. Oh Gott. Oh. Fast wieder gerülpst. Ah ja, du hast noch keine Bewertung gegeben für vorher. Das war auf jeden Fall zwischen 5 und 6. Wow. Ein Chevaltau. Das Wundertau. Das Wundertau. Eine 5 oder 6 auf der Anni-Skala. Ja, von 10. Also ich meine nicht Schulnote 5 bis 6, ne? Ja. Aber bei dir wäre das wahrscheinlich eine 2. Das habe ich nicht gesagt. Ich hab's gesagt. Aber wenn du mal einen guten Rülpser hören willst, muss ich Sophie mal in die Aufnahme mitnehmen. Ups. Jetzt bin ich neugierig. Was war ich denn? Hast du gefunden, was du gesucht hast? Schön. Schön, dass ich helfen konnte. Bis später. Jetzt gehen wir noch in den Dungeon rein und bomben diese eine Tür. Bomben die Tür. Bombing the door. Mm. Stimmt, das können wir auch machen. Also bei dem Geist dort den Kristall. Oh ja. Yeah. Oh, und hier auch. Nice. Einfach mal abkassieren. Katze, was machst du schon wieder? Oh, sitzen. Okay, alles gut. Ungesunde Sachen. Moment, hier war ja nur der Schlüssel drin, ne? Hier war nichts, ja. Also nichts mehr. Naja, aber hat sich ja gelohnt, hier hinzugehen, allein für das Herzteil. Mhm. Hatte schon gar nicht mehr auf dem Schirm, dass da eins liegt, aber... Ich auch nicht. 127 Rupees. Wow. Oh, da können wir auch schwimmen. Yeah. Ist das Hexenhaus? Ja. Ich bin die große Hexe Sirup. Und dies ist mein Fläschchen-Shop. Bring her, was du wünschst. Na, danke. Das können wir uns nicht leisten. Kimchi, was machst du? Dir den Fuß lecken. Er hat gerade seine crazy Minuten. Kann man da abtauchen? Mega dumm. Wo meinst du? Ob man hier im Wasser irgendwie abtauchen kann oder so? Nee. Ah, das geht erst später mit dem Tieftauchen. Spoiler! Okay, ach ja, ist ja gar nicht so weit weg. Jo. Boys. Hallo, könnt ihr euch erinnern an uns? Ihr Schleimos. Sprichst du jetzt mit den potenziellen Zuschauern, oder? Yes. Slimo. Meinst du, die Zuschauer vergessen während des Zuschauens, dass wir noch hier sind? Dass wir noch hier sind? Ja. Das ist mittlerweile, rennt dieses Video auf, also einfach so im Hintergrund. Okay. Okay. Ist nicht hier? Zeig nochmal die Karte. Vielleicht von oben runter. Von oben ist da kein Durchgang eingezeichnet. Na gut, kann auch sein, dass da vielleicht ein Geheimgang war. Ich dachte nur halt, weil wenn ich mit dem Schwert hier gegen dieses hier gegenhaue, da ist halt so ein Geräusch zu hören, wie bei einer brüchigen Wand. Let's see.
komme ich jetzt ja, hier nicht mehr raus. Noch mal runter und dann. Ja, es bringt ja nicht viel. Und dann musst du rundherum gehen. Ja. Oder wir lassen es, können wir auch. Nein, ich will das jetzt wissen. Fear of missing out, FOMO. Darauf. Und links. Ah. Il-i-chill. Ich mach's hier spannend.